Dann, dann, dann. Oh, Doppelkampf sogar. Oh. Rico und Jutta, ne? Huiuiui. Das ist ja, wack. Kunita wäre ganz geil gewesen jetzt. Ja, ja, es ist also maximal wack, ne? Aber für den ja auch, ist ja super. Donner oder Donnerschock? Schockwelle. Schockwelle. Tilia, ja. Kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen, was Donner das soll. Donner ist mir immer zu unpräzise auch. Ja, aber wenn, ne, dann klatscht es ja kaputt. Warum ist es nicht? Ach, Stahl oder was? Ja, deswegen sagte ich, es ist maximal beknackt. Ich hab verstanden, maximal knackkrank. Ich denke, was bist du denn? Ja. Hab ich wirklich verstanden, deswegen macht's nur trauriger. Ja. So, Ultraschall. Oh ja, geil. Oh ja, oh ja. So. Verwirrt es nicht normalerweise, Ultraschall oder verwirrt? Nee, Ultraschall, Superschall verwirrt. Super. Ultraschall macht 20 abziehen. Ah, Hammer. Riesenattacke auch. Ah, nee, doch nicht so, komm. Ja, ist ja egal, was ich einsetze eigentlich. Ist ja... Was? Ich bin eine Ente übrigens. Also, ich kann... Ja, auch Enten kann es sehr, sehr schlecht gehen. Spenden sie doch. Ja. Gerade jetzt zur Weihnachtszeit so. Nee, ist es gar nicht. Ich glaube, wir sind schon 2015, wenn die Folge rauskommt. Spenden sie auch im neuen Jahr. Für Enten in Not. Rico mit... Ah, Pantimos. Das Mr. Mime. Ja, stimmt. Das macht es aber irgendwie auch nicht besser gerade. Aufruhr vielleicht, weil das ist defensiv unfassbar stark im Spezial. Ja, und auch nicht sehr effektiv von der Eiszeit. Irgendwie blöd. Ja, gut, okay, dann machst du halt... Ich meine, Aufruhr habe ich nicht gemacht. Ja, aber warum Donnerschock immer? Stockwelle stärker als Donnerschock, ist ja klar, oder? Ja, aber ich habe das auf 1. Alles, was ich auf 1 habe, muss ich... Okay. Wenn ich halt Aufruhr... Warum setzt man Aufruhr eigentlich auf sich selber ein? Ich meine, gut, Rot am Gerät ein Aufruhr, aber es ist ja eigentlich schon eine Angriffsattacke in gewisser Weise. Ja, aber das ist, Achso, gut, das wusste ich nicht. Ich wusste es auch nicht. Macht's aber jetzt auch nicht besser irgendwie. Ja. Weil Aufruhr, es ist sowas wie Fruchtblatt, das hört nicht auf von allein. Ja, ich weiß schon, was Aufruhr macht. Ja, genau. Und, deswegen, du versetzt dieses Pokémon in Aufruhr. Vielleicht piekst du es ein bisschen und dann dreht es völlig am Rad. Ja? Keine Ahnung. Kann ja gar nicht sein. Rotom ist Geist, ob ich das berühre oder nicht, ist mir egal. Normal Geist 0, schon mal gehört davon? Bist du normal? Ich glaube, du bist sowas wie... Crazy Shit. Ja. Du stehst über allem oder so ähnlich. Bin die Shisha am Smoken. Ach, sind besiegt, hoppla. Das war eine beachtliche Vorführung. Mann, die haben so viel Shit gelabert. Hm. Farbspray, was ist denn los mit dem? Er soll essen. Also Kameramann, ja, sorry. Du sollst das Essen filmen? Okay, ja, Instagram lässt grüßen. Nahrungsmittel zu filmen ist wirklich nicht einfach. Ja. Bewegen sich auch immer so, kommst nicht auf klar. Naja. Es ist eine sehr technische Sache. Naja, du... Das ist ja eine Pflaume. Ein Kackmensch. Ja. Genau, ein bisschen weit, oder was? Also da muss man auch mal direkt auch mal... Ja, da muss man ein bisschen runterfahren, ja? Runterfahren? Kackmensch, also ich bin gleich ganz, ganz oben, ja? Verdammt, passt irgendwie nicht zur Musik, dass sie sich jetzt so aufpusht, ne? Ist irgendwie so. Alles ganz dünnisch. Du willst hier ganz oben. Ja, ganz ehrlich, ne? Also, weil der soll das Zeug. Gut, wenn das filmen will, bitte, aber mehr nicht. Wenn das rauchen will, bitte, soll er machen. Ja, rauchen, keine Ahnung, ist mir scheißegal, aber Farbspray hat er nichts zu suchen, ja? Hm? Das war mal was Besonderes. Scheint nur kurz vor dem Feuer gewesen sein und sie wurden mit sehr viel Sorgfalt zubereitet. Ein Gourmet wie ich kann mit einem Blick feststellen, ob diese Speise köstlich ist und wohlschmeckend oder nicht. Das war jetzt aber nicht wirklich eine alte Mannstimme, ne? So. Möchtest du gern gegen einen Gourmet wie mich antreten? Das, was ist das denn für eine... Was kennst du denn für alte Leute, bitte? Ja, es war eine schlimme Nachbarschaft. Ich bin Batman. Ja, wir treten natürlich gegen sie an. Ganz ehrlich, wenn ich sowas höre, ne, dann bestehe ich drauf, dass ich Team Galactic spreche, wenn die hier noch vorkommen in der Aufnahme.
aktuell. Darf ich dich... Oh ja. Schnurgas. Ja. Es gab da so eine Comic-Katze, ne? Garfield. Ja, huh. Also rein dimensionär, ja. Rein dimensionär ist das ein Papagei, der eine Note auf dem Kopf hat. Oder dessen Kopf eine Note ist. Ah, jetzt hab ich Rotom hier vorne. Fuck! Schau doch gehält, ne? Zack. Wär tot gewesen. Wack, aber gut. Schnurrgas. Oh, oh. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja. Ist so klassisch, so ähnlich wie Snobilik hat den ganzen Rotz. Mauzi. Naja, Mauzi ist ja eine Vorentwicklung, ne? Zeitag. Genau, danke, dass du das war auch gerade richtig angebracht in dieser Situation. stimmt genau, richtig, Zahltag. Ja, weil ich den heimzahle. Weißt du, Wo ist der Gesang? Ist halt nicht mal. Das klingt halt scheiße. Ja, und das ist auch überhaupt nicht unterhalten. Ich meine, wer schläft denn ein bei Musik, ja? Das ist auch nicht fair. Gibt's ein tolles Video? Jigglypuffs New Song aus einem Anime. So eine Folge und Jigglypuff fängt an zu singen. Und dann kommt. Rick Astley. Und dann 80 Einblendungen Trollololol. Ja, das ist witzig. Jetzt habe ich euch zwar die Spannung genommen, aber es ist trotzdem ziemlich lustig gewesen. Weil ich habe halt wirklich mit, ne? Obwohl ich alle Folgen kannte. Ja. Naiv, möchte man sagen. Dafür umso witziger. So, 309 EP. Ein Level noch, ne? Und dann Kadaver und zack. Verloren. Die Rechnung bitte. Als wäre heute Zahltag. So. Jetzt sag nochmal, meine Referenz wäre Schwachsinn gewesen, ja? Schnurrgas ist zwar eine Katze, aber mehr auch nicht. So viel dazu. Das erinnert mich an die Anime-Folge, wo Schnurrgas das erste Mal vorkam, und zwar noch als Vorentwicklung. Und zwar, jetzt habe ich Volipurba drin. Ne, ist sie halt auch mit F, ne? Ja. Fee. Sag an. Ich weiß es nicht. Na komm schon. Felilu. Felilu. Ja. Genau. Die Anime-Folge, wo sie... kommt Felilu vor. Was ein Wichser ist. Ja. Und dann Team Rocket und Mauzi verliebt sich in Felilu. Und sie sind zusammen und durchbrennen. Und Felilu entwickelt sich zu Schnurrgast. Und dann war es vorbei. Ne? Also. So viel zu Liebe übersteht alle Entwicklung. Ja. Das ist... Grenzenlose Liebe ist anders. Das stimmt. Ja. So viel dazu. Ja, nun freut sich unser Gaum auf den Hauptgang. Ja, die Speisen sind wirklich vorzüglich und dieses Hotels würdig. Schau mal da. Sie sind ganz leise. Ganz unscheinbar. Ein Genitiv. Sehr selten heutzutage. Chantal, tu mal die Oma winkeln. Ja, bitte erzähl meinem Freund nicht, dass meinem Vater das Restaurant gehört. Was? Wer den Mund hält, werde ich auch mit dir kämpfen. Was? Warum? Er muss sowas ja auch erzählen dürfen, ne? Ich meine, Tanja, ja? Wo ist die Liebe? Sag ich dann nur. Frei nach Kai Pflaumel. Nur die, das ist ja übrigens nicht mehr. Es gibt, der jüngere Captain Day, Bruder, ich weiß nicht. Es ist nicht Wayne, es ist ein kleinerer Bruder, der macht das neu jetzt. Tschu, Wayne Train. Ja, nicht Wayne. Ja, du hast Wayne gesagt, kann ich nichts für. Also du wolltest mir gerade sagen, dass es nur die Liebe zählt nicht mehr gibt. Es kommt wieder, und ja. Aber nicht mit Kai Pflaumer. Nicht mit Kai Pflaumer. Ja, der ist ja zu den Öffentlich-Rechtlichen gegangen. Da gibt's mehr Kohle, mehr alles. Und gut, dass du Clipgren nochmal angesetzt hast, das war richtig clever übrigens. Ja, durch das ganze Gelaber, ich vergesse es wechseln, Mann. Hirntafel. Oh, hat er mir geklaut. Ja. Wichser. Ja, ja. Doof ist natürlich, wenn es mir fehlt, ne? Hatte ich übrigens vorher rot, weil du gesagt hast, Krummlöffel sind ja so selten, ne? Habe ich einen Simsala gefangen mit Krummlöffel. Also einen Kadaver gefangen, aber mit Krummlöffel. Habe ich auch gedacht, ja, in your face. Habe ich auch gedacht. Ja. Habe ich dir richtig gegeben, Junge, ja? Nur um das nochmal klarzustellen. Im Nachhinein, weil du hast die Folge ja nicht gesehen, deswegen muss ich dich im Nachhinein belehren, dass du weg bist. Ja. Krummlöffel sind ja so selten, ne? Zack! Ja, die sind trotzdem selten. Nein! Nicht. Gut, vielleicht sind sie selten, aber nicht in Mewtwo's Höhle, ja. Vielleicht nicht da. Vielleicht hat er jedes Kadaver Krummlöffel. Ja. Sind auch auf Level 68 teilweise, ne?
Weiß nicht, Zauberblatt, wow. Mm. Oh, das wird jetzt krass wehtun. Ah, nee. Mm. Aber damit habe ich nicht gerechnet jetzt. Das Pflanze gegen Feuer, das ist einfach nur, es ist einfach nur abgefuckt. Ne? Ja. Pi steht so da und denkt sich auch, oh, ja, oh, ich bin ja auch heftig, ne? Ja. Aber warum es das macht, das werden wir nie erfahren. Vor allem 63 EP. Spricht immer für ein sehr starkes Pokémon, oder? Wenn man 63 EP bekommt. Gibt's euch, glaube ich, auch für ein Carpador Level 100, 63 EP. So. Punita. Ja, auch sehr schön zu sehen, Angriffswert. Na. Geht schön nach vorne. Flammenrad. Ach, aber da ist gar kein Ziel für Flammenrad. Lady Tanya. Ja, aber das finde ich schade. Pipi ist gar nicht so kacke, aber bringt halt nichts. Und das ist so Mist, weil wenn die alle. Ich könnte kotzen, dieses. Es ist rechte Hand zum Beispiel. Kennst du rechte Hand? Das ist so ein klassischer Doppelgegner. Wird so häufig einzeln eingesetzt. Finde ich völlig zum Kotzen. Was soll das? Ja? Da triffst du ein Minum oder ein Brüssel? Genau. Die sind bekannt dafür. Ja, ich weiß. Rechte Hand. Ja. 20 Mal und gibt sich einfach auf, ja? Ja. Toll. Also Pipi, Spotlight auf mich. Jetzt gibt's Action in die Fresse, Junge. Ja. Ah, das war ein schöner Reim. Ah, nee, dann. Der Gegner ist schwerer, doch der Rap eine Nummer schlechter, Junge. Was? Kann man auch so stehen lassen, glaube ich. Ja. Man hat übrigens gesehen, die hat Connections, 8000 Öcken von ihr, ne? Ja, ihr Vater gehört ihr lernen, ne? Ja. Können wir es ihm eigentlich sagen? So, pass mal auf, ne? Ah, oh, ne. Ja. Er will auch nicht zuhören. Ist auch schlecht. Muss auch zuhören können. Ja. Ne? Die heutige Hauptspeise ist einfach sagenhaft köstlich. Wenn ich so etwas auch in Zukunft essen darf, wäre ich gern... Ich habe gerade gelesen, ein Möbel. Ein Model. Ein Model. Ja. Ich habe ein richtig schlechtes Gewissen, weil ich all diese Köstlichkeiten gegessen habe. Finde ich auch Schwachsinn. Ja, muss einfach mal essen dürfen. Solange ich noch in meinen Büroschul passe, ist doch geil. Ja, was wollt ihr? Tamara, oh, lass mich einen Farbigel. Nee. Oh. Zipaise, gut. Der sah aus wie ein Maler gerade. Maler haben ja irgendwie immer Farbigel. Ja. Und ich auch sagen muss, sehr kret. Ich hab gerade Kniepen. Ah, Zipaise, das macht... Ah. Ist das ein Geige? Blibri ist eine Arschgeige vielleicht, ja. Nee, Zipaise. Blibri, es tut mir übrigens leid. Das war ein Witz des Affekts. Ich liebe dich natürlich. Nee! Aber Junge, ganz ehrlich, ne? Pakt der Freundschaft mit Pliprim hart am Hasseln gewesen, also. Ja, du weißt schon, dass er immer noch schläft, ne? Nein. Es wird jetzt aufwachen. Ich sag übrigens auch nur, Pliprim kuschelt sich an dich. Oh. Jetzt stellt euch vor, Teelichter, Rosenblätter, Lagerfeuer. So! Damen und Herren, ja. Normalerweise ist es doch aufwachen nach 6 Runden oder so. Ja, maximal glaub, oder irgendwie. Oder 6, eins von beiden. Ja. Finde ich ziemlich scheiße, muss ich sagen. Also. Ja. Verschläft noch das Leben, der Junge. Der muss ja auch irgendwie... Wo soll das noch hinführen? Ja, das Problem ist, ich weiß sicher nicht in die Ruhmeshalle, ja? Ich weiß nämlich nicht, was passiert ist. Beim Gehen wacht es ja nicht auf, glaube ich. Und ob der Zähler sozusagen mit jedem Kampf neu runterzählt, das weiß ich nicht. Oh, das wusste ich nicht. Weil ich bin mir relativ sicher, dass die Runden nicht übertragen werden, ja. Das ist sehr interessant, okay. So. Die Models, die auf den großen Gemälden zu sehen sind, manchmal recht plump. Aber das heißt auch, ich kann futtern ohne Ende, ohne Sorge um meine Figur. Ja. Fette Sau. Nee, also entspannt und jetzt endlich, Blibri, du bist erlöst. Durch Pidiz. Ah, nee, noch nicht. Punita. Wahrscheinlich kommt jetzt irgendein Feuer-Pokémon nach vorne und ich sage, komm halt. Wow, das Essen sieht wirklich herrlich aus. Sehr weibliche Stimme auch, ne? Alle Frauen, die ich kenne, reden so. Guck. Wow, das Essen. Super geil. Papa ist ein grottenschlechter Koch.
Daher gehen wir immer essen. Gedissen, lol. Bist du hier, um mit deinen Pokémon zu kämpfen? Ja, ich kämpfe gegen meine Pokémon. Ja, was mich interessieren würde... Also, dass ihr Vater nicht... Ne? Okay. Aber er sitzt zwei Felder daneben. Ja, guck ihn dir an. Er hört halt schlecht. Ah, doch nicht. Er ist ja ein Veteran. Klassisch. Ganz echt, das man hat auch seinen roten Rock gesehen, als er da am Tisch saß. Das Ding sieht nicht aus wie der Sprite, der gerade am Tisch saß, ja? Nicht. Nee. Ja, du hast ziemlich recht, muss ich sagen. Der hatte ja Haare, alles. Der hatte... Haut nicht hin, das stimmt. Aber ich habe nicht auf sie geachtet. Meinst du sie? Oh. Hier, schön zu sehen, die Weiterentwicklung von Macholo. Ja, mal schauen. Ne? Ja, ja. Macho, Macho, Macho Man. Man kann übrigens... man kann es übrigens aussprechen, wie man möchte. Ist beides richtig. Macholo und Macho ist beides richtig. Ja. Wollen diesen Beef jetzt auch mal beilegen? Ja, was ich mich frage. Ich habe natürlich ein bisschen mehr Recht als er. Genau. Na, was mich ja wundert auch ist, warum oder wie dir der Ursprung bei Macholo und Machok und Macho mal ist. Also ja, Macho, klar, so Muskelprotz. Aber dieses gerne mal haben die Endungen ja auch eine Bedeutung. Das Schock. Schock, klar. Ja. Und was dazu noch? Es ist eine Mischung aus Macho und Schock. Machok, so. Und genau wie Macholo und Macho Mai. Quatsch mich von der Seite an, ja? Quatsch mich nicht von der Seite an. Das tue ich nicht. Oh, Bronzel, das ist geil. Das hast du sehr schön gesagt. Willst du einmal eigentlich eine Stimmenimitation zum Mess geben, Hasbiro? Du bist ein alter Anime-Freak. Das hat man voll gehört jetzt, ey. Nein! Das wirklich nicht. Was zur Hölle kann Hasbiroa... was kann ich Hasbiroa gegenüberbringen, dass es irgendeine Imitation sein soll? Das glaubst du wohl selber nicht. Manchmal rede ich so tief, da höre ich mich selber nicht, ne? Also, ganz ehrlich. Ja. Mit dieser Bassstimme kann man kein Hasbiroa machen. Sondersensor. Hasbiroa! Das war Hasbiroa. Ja. Genau, aber übrigens auch, ne? Oh, Riesenbassstimme, aber Glumanda können. Das ist auch so ein... Glumanda? Ja, genau. Ja, klar, ey. Wichser. Ja. Warum hat das... Warum? Hat das so eine krasse Verteidigung, das Ding? Ja. Flammenrad, Alter. Alter. Komm mal klein, ne? Alter. Ja, klar. Mach mal Replay. Unnormal, ey, unnormal. Brossel kaputt, schwimm auf Big Mac, Junge. Wir gehen oldschool in dieser Folge, schön. Aber Kadabra will nicht, Level 34. Schade. Ja, offensichtlich hat dieser Mann keine Haare mehr, kann man ganz klar sehen. Ja, ich glaube... Ja. Ja, ja. Siehst du es? Vor- und nach Alpecin. Das ändert übrigens auch die Kleidung, nur um das nochmal deutlich zu machen. Ich habe noch niemals etwas wie dieses gegessen. Wie dieses? Uiuiui, wir sind hier gelandet. Ich habe noch nie sowas gegessen, reicht doch. Etwas wie dieses, ja? Wie jenes und dieses und... Da muss ich immer direkt an Bediza denken, krieg ich hier Hass. Was? Ich bin aggressiv. Benutz doch nochmal dein Dings hier, dann. Ne? Zitat Picoda. Benutz doch nochmal dein Dings hier, ja? Wiggle. Ja, was soll ich benutzen? Kannst du bitte spezifizieren? Dein Teamradar. Ah, mein Teamradar, ja. Mein, hab ich nicht. Oh, ich hab ein iTeam. iTeam. Von Apple, weißt du? Ja, wie? Weißt du, weil ein i vorne, das, so erklärt sich das, ja. Ja, hast du jetzt schon mal überlegt, wie du da jetzt drankommst? Oder was ja, du abwarten. Später komme ich da erst hin wahrscheinlich. Ja. Hast du noch so viel Unerfülltes? Ja, da brauchst du nicht nochmal hingehen. Ah, dann halt nicht. Kannst du Surfer machen, ne? Yes. Ich glaube, ich habe keinen Surfer. Oh! Nee, hab ich noch nicht.
Ja, stimmt, du bist auch noch nicht. Sonst hätte Pleepin ja schon lange Surfer gelernt. Ja, sonst bist du bist auch noch gar nicht so weit, das stimmt, da ist mir auch noch aufgefallen. Natürlich bin ich total weit. Was willst du, ich meine, hallo? Wir sind hier in Folge 66, ja? Ja, aber wie viele Arenen hast du gemacht? Eine? Nein. Zwei. Ach nee, sogar vier schon. Ofa. Vier, okay. Ja, da geht auf jeden Fall ein. Die kann man polieren? Ja. Was ist das denn? Geil. Ich danke übrigens nochmal Nick. Oh, schau mal, ne? Wenn ich jetzt noch weiter, die werden glitzern. Okay. Kriegen die auch irgendwann Fahrrad? Oh, schau mal. Oh, siehst du es hier? Schau mal. Siehst du das? Wie es dich Zeile für Zeile wegbringt. Ja, man kriegt dafür übrigens gar nichts, aber man kann es machen. Ja, danke an der Stelle nochmal an Herrn Nick, der mir das gesagt hat. Ja, und nochmal zu rekapitulieren, es war seine Lieblingsbeschäftigung als Kind, die Orden zu polieren. Ja. Ich dachte nur, es könnte dich interessieren, deswegen habe ich mal ausgepackt, ja, die schöne Politur. Sieh mir in die Augen. Ich werde deine Zukunft darin lesen. Ja. Weißt du, wie man diese grammatikalische Struktur nennt? Fachsprachlich auch. Kaffeesatz. Ein kurzer Moment der Freude. Ja, nee. Sehr kurz. Aber vergiss nicht, Freud und Leid liegen dicht beieinander. Ja, danke für die Lebenslektion an der Stelle auch. Super. Ich? Also, nee, du eigentlich, ne? Ja. Der ist für dich, komm. Gitarre. Das ist dein Stil, Digga. Achso, das war eine ganz schlechte Gitarre übrigens. Ich bin eine ganz einfache Seele. Meine Gitarre spricht für mich. Alles, was ich brauche, sind meine Musik und meine Pokémon. Why not both? Yeah! Ich fühle mich überall wohl, wenn ich sie nur bei mir habe. Ja, wen jetzt? Also die Gitarre? Oder die Pokémon? Du willst ja nicht auf A drücken, ne? Ist es also die Gitarre? Spoiler-Alarm! Oh, es sollen noch andere Leute wie mich geben, die von Pokémon Center zu Pokémon Center ziehen. Penner? Wir sind reisende Straßenkünstler. Okay. Okay. Da wir uns jetzt kennengelernt haben, schenken wir dir dies hier. Hey. Delegator. Ah, auch nicht. Scheiße. Bizarro-Raum. Oh, das ist nicht schlecht. Der ist hier nicht... Eine verrückte Attacke, die Zeit verzerrt. Ja. Verrückt! Crazy. Ja, das ist aber dann, Bizarro-Raum, also ich habe ein paar, nur bei Pokewiki und sowas, ein paar echt extrem krasse Moves gesehen. Die Init wird umgedreht, ne? Kann das sein? Hä? Init wird umgedreht? Ja, so ein bisschen. Ja, und da kannst du ganz krasse Dinger machen. Aber also es ist vor allem für einen Teamkampf kannst du da auch richtig vorwärts, kannst du richtig was bewegen. Oh, wirklich? Du bist dann Reisender? Also diese Ents, ne? Die sehen echt furchtbar aus. Ich denke immer, das ist ein wie Markus. Ja, es ist immer gut, wenn man fremde Orte kennenlernt. Hast du schon mal was über die Strudelinseln in der Region Johto gehört? Hast du? Nein. Hast du wohl? Ein silberfarbenes Pokémon. Einmal im Leben möchte ich das sehen. Panzereron zum Beispiel, ne? Panzereron, sehr silber, ja. Okay. Wie komm ich denn hier ran, ne? Was könnte ich denn? Kraxler. Krieg ich das eigentlich irgendwann vorher? Na, du kennst dich ja sowieso nur halb aus. Also langsam krieg ich das Gefühl, es war ja auch in Schleier, da gab es ja auch dieses eine Item, was man so kriegt. Ich habe irgendwie das Gefühl, jetzt hätte ich das schon haben sollen. What? Nein. Also weißt du, ob ich schon hätte haben müssen? Nee, Kraxler kriegst du erst richtig spät. Das ist auch auf dem Weg zur Liga. Ich glaube, das ist das Letzte. Ich glaube, VM 8, ne? Das ist das Letzte, genau. Hä? Die letzte VM, die du bekommst im Spiel. Kraxler ist keine VM. Dachte ich. Kraxler ist eine VM. Ist eine VM? Ja, natürlich, sonst du kannst. Also. Das ist wichtig auch. Das ist auch. Ich glaube, da kommst du mit zur Liga. Ist das eigentlich die Rezeption oder was ist das? Das mal abgesehen davon. So. Ja, sieht doch nicht schlecht aus.
Kraxler. Was wollte ich nachschauen hier eigentlich? VM, guck mal da oben. Achso, zack, ja. VM. Ah. V8. Ich hätte wirklich TM gedacht. Aber gut, von mir aus. Hallo. Guten Tag, möchten Sie hier übernachten? Oh, ich sehe gerade, es ist immer gar keine Reservierung. Opfer, ja. Das tut mir leid, dann sind wir komplett... Dann? Nur dann sind Nein, wir komplett... Nein, denn wir sind komplett ausgebucht. Das tut mir leid, dann. Ich würde sagen, Brille vielmal, ne? Aber der Picoda hat schon ein Nasenfahrrad, ne? So, jetzt lese nochmal vor. Das tut mir leid, denn... 7 seekranke Seemänner. Ach nee, doch nicht. Ja, du hast schon angefangen. Aber sie dürfen sicher... Was? Sie dürfen sich hier gerne für eine Weile ausruhen, wenn sie möchten. Ja. Ach so. Ah, das war gefälschter Pokécenter. Ihre Pokémon sind wieder topfit. Bitte ehren Sie bald wieder. Ich habe noch nie ein Hotel oder eine Pension gesehen, in der man chillen kann. Für umsonst. Auch wenn es nicht so lange ist. Was auch fragwürdig ist. Also ich ruhe mich aus, ne? Aber meine Pokémon, die werden... Naja, egal. Ja, ist schön hier, ne? So, dieses Hotel ist so romantisch. Ich hoffe, ein Ritter in schimmernder Rüstung auf einem starken Pokémon wird kommen. Genau. Dann können wir hier unsere Flitterwochen verbringen. Was war das denn gerade, bitte? Möchtest du das Geräusch nochmal machen? Jetzt werde ich mir so auf eine Giga-F-Taste legen, das kannst du aber glauben, mein Freund, ja.